Das Thema, das wir heute besprechen werden, ist der Jugendstil. Der Jugendstil in der Jahrhundertwende und in Wien. Der Begriff Jugendstil entstand 1896 dank dieser Kunstzeitschrift. Hier sehen wir die erste Ausgabe der Jugend. Diese Zeitschrift beeinflusste das Verständnis von moderner Kunst und Literatur einer ganzen Generation. Hier sehen wir zum Beispiel die pflanzlichen Motive, die im Jugendstil sehr wichtig sind, sowie die barocke Fülle der dekorativen Elemente. Elemente des Jugendstils findet man überall, in der Mode, in den Möbeln, dem Schmuck, in der Innenarchitektur und sogar auch in den Gebrauchsgegenständen. In anderen europäischen Ländern hat dieser Stil der Jahrhundertwende andere Namen. In Italien spricht man von Stile Floreale, in Frankreich von Art Nouveau, in Spanien von Modernismo und in England von Liberty. Trotzdem gab es gemeinsame Züge, die Vorliebe für Ornamente, schlangenförmige Linien, Blumen- und Pflanzenmotive, goldene Stilelemente, Materialien wie Glas, asymmetrische Formen und die Zweidimensionalität. Sehen wir nun einige Vertreter des Jugendstils. Ein wichtiger Maler war Gustav Klimt, ein wichtiger Architekt Otto Wagner und ein wichtiger Autor Rainer Maria Rilke. Heute gibt es noch 8 Stadtbahnstationen von Otto Wagner und sie befinden sich noch im Originalzustand. Kommen wir nun zur Sezession. Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu Spannungen zwischen den konservativen und den fortschrittlichen Mitgliedern. Sezession bedeutet Abtrennung. Und sie hatte auch eine eigene Zeitschrift mit dem Titel Ver Sacrum aus dem lateinischen Heiliger Frühling. Hier ist eine Ausgabe des Ver Sacrum. Aber kommen wir wieder zu Gustav Klimt. 1862 wurde er geboren und 1918 ist er gestorben. Sein Vater war Goldschmied und er besuchte zunächst die Kunstgewerbeschule. Später hatte er sogar ein Atelier mit seinem Freund Franz Matsch. Der Kuss ist sein Meisterwerk. Zwei Liebende umarmen sich. Das Bild fixiert einen einzigartigen Augenblick in einer magischen Atmosphäre. Das Bild fixiert diesen einzigartigen Augenblick. Die zwei Liebenden befinden sich vor einem goldenen Hintergrund, der an byzantinische Mosaike erinnert und mit ihren Kleidern und mit einer Blumenwiese verschmilzt. Wir wissen, dass die Frauen stets im Zentrum von Klimts Arbeit standen. Sie inspirierten ihn zu einem neuen Bildtypus, in welchem die sinnliche Liebe im Vordergrund stand. Dabei suchte er sich unter seinen Modellen alle Formen der Weiblichkeit, vom kleinen Kind bis zur alten Frau. Noch einmal etwas aus seinem Privatleben. Hier sehen wir auf dem Bild Emily Flöge. Es ist seine Freundin und diese Freundin hatte einen Modesalon. Klimt entwarf Kleider und Stoffe für sie.